Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein allererstes Schwangerschaftsupdate. Ich habe ja in der ersten Schwangerschaft keine Schwangerschaftsupdates gedreht, deswegen ist das für mich auch ein Highlight und ja, bin gespannt, wie es sein wird. Ich werde alle 4 Wochen circa ein Schwangerschaftsupdate drehen. Ich bin ja aktuell in der 18. Woche, das heißt, ich versuche jetzt auch schnell, so schnell wie möglich hintereinander die abzudrehen und hochzuladen, dass ihr jetzt einfach aktuell seid. Das lasse ich euch aber auf Instagram abstimmen, also falls ihr mit abstimmen wollt, guckt gerne mal auf Instagram bei mir vorbei und folgt mir, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich habe, wie gesagt, auf meinem Handy eine Liste, wo ich alles aufgeschrieben habe, was mir einfach aufgefallen ist. Und das werde ich euch jetzt einfach berichten. Falls ihr noch Anregungen habt, was ich mit ins Schwangerschaftsupdate mit reinnehme, nehmen soll, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wie gesagt, es ist das erste Mal, wo ich das drehe. Und genau, natürlich zeige ich euch jetzt nicht meinen Bauch, weil ich bin ja, wie gesagt, aktuell viel weiter. Aber werde euch jetzt alle Fakten aufzählen, die ich mir, wie gesagt, aufgeschrieben habe und werde euch auch den Vergleich zur ersten Schwangerschaft immer wieder nennen, weil ich da, wie gesagt, einfach keine Schwangerschaftsupdates gedreht habe. Genau. Und würde einfach sagen, wir fangen an. Genau. Von der Woche 5 bis 8. Ja. Und wie soll ich sagen, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie wir schwanger geworden sind und wie ich es herausgefunden habe, dass ich schwanger bin. Vielleicht kommt da nochmal ein Video, aber ich denke, ich werde jetzt, wie gesagt, eher nur auf die Fakten eingehen, wie es mir ging und wie gesagt, den Unterschied zur ersten Schwangerschaft. Genau. Also ab der 5. Woche habe ich erstmal nicht wirklich viel gemerkt. Also ein bisschen so der Schwindel habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das hatte ich auch in der ersten Schwangerschaft extrem. Ich muss auch auf meiner Arbeit, also da, wo ich arbeite, auch sehr oft in die Hocke und wieder hoch. Und da habe ich einfach immer wieder gemerkt, wenn ich aufgestanden bin, so, jetzt wird mir irgendwie schwummrig. Habe mir dabei, wie gesagt, aber jetzt auch nicht wirklich was gedacht am Anfang. Und ja, Müdigkeit habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das waren auch in der ersten Schwangerschaft die zwei Anzeichen, die ich am extremsten hatte. Also Schwindel und Müdigkeit. Ich hätte in der ersten Schwangerschaft wirklich jeden Abend um 19 Uhr schlafen gehen können. Das war jetzt in der zweiten Schwangerschaft nicht so extrem, aber ich habe die Müdigkeit definitiv gemerkt. Aber ich denke, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich schon ein Kind habe und der Alltag dann natürlich ein bisschen aktiver ist wie ohne Kind. Deswegen denke ich, habe ich die Müdigkeit einfach da nicht so extrem gemerkt. Hatte ich auf jeden Fall so das Gefühl, wie gesagt, dass es eher daran lag. Aber ich habe sie auf jeden Fall gemerkt. Genau, und habe dann eigentlich gedacht, gut, Schwangerschaften ähneln sich, ne? Also jetzt werde ich halt weiterhin meinen Schwindel und Müdigkeit haben und es wird vielleicht extremer. Und dann ist gut, ne? Also mehr hatte ich ja, wie gesagt, in der ersten Schwangerschaft, in den ersten 12 Wochen eigentlich nicht wirklich. Und dann kam die 7. Woche. Ja. Und dann kam die Übelkeit. Und die war ich halt einfach, ja, die kannte ich halt nicht. Also ich kannte halt keine Übelkeit. Von der Schwangerschaft und das hat mich auch so total überrascht und vor allem, wie sich die Übelkeit angefühlt hat. Also es war nicht eine Übelkeit, wie wenn ich Achterbahn fahren gehe, was ich überhaupt nicht vertrage und mir danach einfach totschlecht ist. Das hatte so damit gar nichts zu tun, sondern ich hatte das eher so vom Magen aus. Also ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Ich weiß ja nicht, wie andere die Übelkeit empfinden in der Schwangerschaft, ob die das genauso empfinden. Aber für mich hat sich einfach mein Magen immer so extrem leer angefühlt, als hätte ich ewig lang schon nichts gegessen. Ich weiß einfach nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn sich der Magen dann so leer anfühlt und irgendwie schon wehtut und man dadurch dann auch irgendwie gar keinen Appetit hat. Und wenn man sich dann so zwingen muss zum Essen, dann ja, ist es halt voll die Überwindung irgendwie. Also so war es irgendwie bei mir. Und dadurch, dass ich damit einfach überhaupt nicht klargekommen bin, weil ich normalerweise ein Mensch bin, der sehr gerne isst und auch alles durcheinander isst. Also ich esse sehr gerne Süßigkeiten, Chips, Herzhaftes. Also da mische ich auch komplett. Also ich musste ja, wie gesagt, nie auf meine Figur achten. Ich habe immer meine 50 Kilo vor der Schwangerschaft gewogen. Und wenn ich als, ja, wie gesagt, eine Woche Fastfood gegessen habe, habe ich teilweise sogar 1 Kilo abgenommen. Also ich wirklich musste auf nie, auf nichts achten, irgendwie was Essen angeht früher und dadurch bin ich es einfach gewöhnt, alles Mögliche zu essen und weiß ich nicht, ich hatte dann, wie gesagt, auf irgendwie gar nichts dann irgendwie Appetit, also ich hätte auch morgens Gummibärchen gegessen, nur um was zu essen, aber noch nicht mal auf das hatte ich irgendwie Lust und dadurch, dass ich dann halt einfach nichts gegessen habe, wurde es dann irgendwie noch schlimmer alles, also das war wie so ein Teufelskreis und das war echt extrem. Also gerade die erste Woche, wo man das noch nicht gewöhnt ist und so. Boah, also das ist schon echt extrem gewesen.
Und genau, ich hatte dann ja irgendwann auch meinen ersten Frauenarzttermin. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ich müsste eigentlich mal nachgucken. Also ich glaube, das war schon relativ, also war es relativ spät. Also in der ersten Schwangerschaft bin ich, glaube ich, schon in der 5. Woche damals zum Frauenarzt. Und da hat man natürlich einfach gar nichts gesehen. Und diesmal habe ich, glaube ich, bis zur 7. Woche gewartet. Und da müsste, da hätte dann ja eigentlich das Herzchen schon schlagen müssen. Und da hat es uns dann so ein bisschen zurückgeworfen, weil halt einfach noch nicht viel zu sehen war. Es war eine Fruchthöhle zu sehen. Es war auch irgend so ein kleiner Kreis innen zu sehen oder ein Fleck, würde ich es jetzt mal nennen. Aber da hat halt noch nichts, kein Herz geschlagen und gar nichts. Und ja, das hat mich dann halt so ein bisschen verunsichert. Und da war die Übelkeit dann, sage ich mal, positiv, weil meine Frauenärztin immer gemeint hat, Übelkeit bedeutet ja eigentlich, dass der HCG-Wert immer steigt. Also, dass es ja, wie gesagt, das ein gutes Zeichen ist. Und sobald ich, wie gesagt, dann keine Übelkeit irgendwie mehr hatte, hatte ich dann gleichzeitig wieder Angst, ob es dem Baby irgendwie gut geht. Ja, also es war, wie gesagt, immer so eine Achterbahnfahrt. Ja, also nicht so schön wirklich. Dann sind wir, glaube ich, nochmal in der, sind wir nochmal in der 8. Woche, glaube ich, hin. Und da hat sie dann einen Herzschlag gesehen und hat uns aber gleichzeitig zurückdatiert. Also ich war eigentlich früher geplant, also der errechnete Termin war früher geplant und sie hat mich einfach 6 Tage nach hinten verschoben. War bei meinem ersten Kind genauso und er ist tatsächlich nicht an dem ersten errechneten Termin gekommen, sondern einen Tag so gesagt später, aber nicht an dem Termin. Also er hätte, also mein erster Sohn hätte am Anfang am 13. kommen sollen, dann hat sie mich auf den 18. datiert und er kam am 14. Genau. Deswegen kannte ich das schon und fand das auch überhaupt, wie gesagt, nicht schlimm. Und war dann, wie gesagt, erstmal beruhigt, dass man, wie gesagt, einen Herzschlag gesehen hat und alles. Und genau. Dann habe ich auf jeden Fall mehr dieses Brustziehen gemerkt. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft gar nicht, weil ich allgemein auch bei meinen Menstruationsbeschwerden, die ich früher hatte, nie irgendwie was an den Brüsten gemerkt habe. Und deswegen, wie gesagt, hatte ich das in der ersten Schwangerschaft auch eigentlich kaum. Ich glaube, dass es einfach daran liegt, ich habe mein erstes Kind komplett voll gestillt 8 Monate lang, dass es vielleicht durch Stillen einfach in dieser Schwangerschaft irgendwie mehr ist. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Und ja, habe das dann einfach gemerkt und natürlich auch ab und zu im Unterleib so ein paar, also ein bisschen ein Ziehen, aber das wie gesagt auch sehr, sehr wenig. Aber ich denke, das lag halt einfach an der Übelkeit, weil die Übelkeit einfach das Präsenteste war von allem. Ich musste jeden Tag, wie gesagt, darum kämpfen irgendwie. Und jeden Tag war es halt, wie gesagt, einfach dieser Kampf mit dieser Übelkeit, mich zu zwingen, wirklich irgendwas in mich reinzuschieben. Und das ist wirklich nicht untertrieben. Ich habe einfach geguckt, dass ich irgendwas in mich reinstopfe, egal ob ich da jetzt gar keine Lust drauf hatte oder nicht, aber ich musste ja irgendwas essen, weil es dann, wie gesagt, einfach noch schlimmer geworden ist. So, auch mit allem, jeder kennt das, wenn man nichts isst, dann wird einem ja noch schwindliger und schwindliger, sagt man es so, hat man noch mehr Schwindel und es geht einem noch schlechter irgendwie. Ja, also das war, wie gesagt, immer so ein Kampf. Und ab der 8. Woche habe ich dann auch so einen Geschmack im Mund bekommen. Also das hatte ich in der ersten Schwangerschaft später, aber hatte ich auf jeden Fall auch. Also man hat ja auch ein blutigeres Zahnfleisch, also man blutet mehr am Zahnfleisch. Da hat man dann allgemein ja immer so einen metallischen Geschmack morgens im Mund. Aber ich hatte das dann über den ganzen Tag und auch nicht wenig. Also es war wirklich so, dass ich teilweise dann wieder mehr Probleme mit dem Essen hatte, weil ich dann ja schon so einen ekligen Geschmack irgendwie im Mund hatte und das hat sich dann mit dem Geschmack vom Essen irgendwie vermischt. Also, na, nee, also war wirklich nicht schön. Und ja, das hat sich, wie gesagt, von der 5. bis zur 8. Woche dann eigentlich, oder ab von der 7. bis zur 8. Woche eigentlich durchgezogen. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt aktuell in der 18. Woche, also ich kann euch sagen, da kommt noch einiges, was mir so passiert ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich jetzt, wie gesagt, noch in die Schwangerschaftsupdates mit reinnehmen sollte. Dann schreibt es gerne, wie gesagt, auch unten rein. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Schwangerschaftsupdate. Bis dann. Tschüss.